Ja, hallo. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Instagram Live-Talk. Wir sprechen heute mit dem Künstler Christian Stefanowitsch über ein Bild. Da sehe ich gerade, da guckt auch die Iliana zu. Hallo. Über ein Bild, was er gemalt hat. Und zwar zeige ich jetzt hier gerade einen kleinen Ausschnitt davon. Das Bild heißt Unterm Bett. Und so können wir das jetzt ganz sehen. Eine sehr faszinierende Arbeit. Und hier ist der Künstler, der Guten Tag. Christian. Und hier ist die Katja. Willkommen. Ja, Christian, wann hast du diese Arbeit gemacht? Diese Arbeit ist in mehreren Etappen entstanden, aber hauptsächlich 2019 und kleine Details sind Anfang des Jahres hinzugekommen. Das ist eine Arbeit, die etwas mehr von mir gefordert hat, als auch selbstständig in den Dialog mit mir gegangen ist. Und das ist dann das Stadion, Ja. das wir jetzt vor uns haben. Ist das häufig so, dass du Arbeiten so in mehreren Etappen erstellst? Ja, also manchmal sind Arbeiten bei mir fast wie ein Individuum oder ein Freund Ja. oder ein Begleiter, der ja, manchmal mehr Pflege bedarf als ein Gast, der nur einmal bei einem ist. Ah, wie schön. Schönes Bild. Also eigentlich so, dass es eine Begegnung gibt und dann eine Wiederbegegnung und eine Wiederbegegnung, dass du das Bild kennenlernst, oder dass es so eine Gegenseitigkeit bekommt, ja? Genau, da ich ja viel mit Potenzial und auch dem Zustand des Unabgeschlossenen und in manchen Augen vielleicht auch des Unvollendeten arbeite, als Kontrast zum Vollendeten, also eben um diese Maximen besser herauskristallisieren zu können, ist das immer eine Annäherung. Inwiefern ist ein Bild vollendet? Inwiefern ist es noch nicht weit genug getrieben, um als fertig zu gelten, um eben diesen Kontrast, diesen starken aus abgeschlossen und Neubeginn, um das eben stehen zu lassen, ja. Gibt es dann irgendwann so einen Moment, wo du ganz sicher bist, so jetzt ist auf jeden Fall ein Zustand erreicht, der eine Eigenständigkeit hat, wo du nicht mehr rangehen wirst? Oder ist es immer so ein bisschen so ein Kampf, dass es dich dann doch wieder aufs Neue reizen kann? Also ist das ein Prozess oder gibt es irgendwann so eine Schwelle? Es gibt eine Schwelle, nämlich meine Signatur. Wenn die Signatur unter dem Bild steht, dann ist es abgeschlossen. Selbst wenn es mir schwerfällt, es zu akzeptieren. Ah ja, hier ist die Signatur. Genau, das C für Christian. Ist das Den dann Rest kann ich nicht lesen. Was steht da? 36 oder 37. 37, ja. 37, das war mein Lebensalter letztes Jahr. Also ich signierte damit mein Lebensalter Ah, auch hinter okay. dem Bild. Ja. Ja, auf einigen Bildern ist das dann diese Signatur vorne und hinten dann noch eine ausführliche mit Bildtitel und einem aufgeschriebenen Namen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Exakt, exakt. Ja, und an dem Bild kann man, also die Bilder sind alle so einzigartig, auch oft eben, wo man sagt, das Bild ist jetzt wirklich anders als alle anderen. Und doch findet man in fast jedem Bild diese Mischungen, die so typisch für deine Arbeit sind. Also Mischungen von Realismen sozusagen. Und auch in dem Bild gibt es so einige Bereiche, die man erkennen kann, die figurativ zu lesen sind, wenn auch jetzt nicht auf den ersten Blick sofort eindeutig, sondern man muss da auch ein bisschen sich auf die Suche begeben. Und dann gibt es einige Stellen, die schwerer zu lesen Ja, sind, ne? ja, ja. Gibt so Zonen. Ja. Ja, das Bild berührt tatsächlich die Grenze des Minimalismus, des Informell an weiten Stellen. Also geht wirklich zur Hälfte ja schon ins Abstrakte über. Die Arbeit mit moderneren Mitteln wie die Sprühdose, die dann auch so verwendet wird, dass man eben die Düse sieht, wie sie hüpft, also wirklich einen bewegten Duktus, einen sensiblen Strich dann Ja. dem Expressionistischen dann schon nahe. Auch hier das Licht, das Genebelte, dann wieder Kreidezeichnungen, die ganz stark in symbolische, Chiffreartige gehen. Allgemein Chiffre und Zeichen ist sehr dominant in dem Bild. Das sehr dominante Fensterkreuz, also Kreuz im Allgemeinen, Fenster vielleicht nur auf den zweiten Blick.
erkennbar, dass Ungetüm hier in der Mitte, was als Bett für mich zu identifizieren ist und auch nachdem ich es als Bett benenne als solches, ja, wird es auch für den Betrachter sichtbar, nicht unbedingt sichtbar für den Betrachter, solange er es nicht weiß, also das ist dann auch wieder ein... Also ein Bett jetzt im Sinne von Plümo, als von Decke oder Bettdecke, das ist das... Das Möbel, der... Ja. Der Stuhl, der erst ein Stuhl wird, in dem er als Stuhl bezeichnet wird und man sich draufsetzt. Also ja, die Rose ist eine Rose, ist eine Rose, oder das Bett ist ein Bett, ist ein Bett. Stuhlbein, aber dennoch sehr reduziert. Grundsätzlich dienen für mich Möbel oftmals als Gate oder Portal, jetzt im Psychologischen zu einer anderen Welt, wie der Horizont oder sowas, also eine Trennung ja zwischen Diesseits und Jenseits. Und dieses Bild ist aber schon ganz stark im Jenseits, da die Hauptfigur sich da auch in einen quasi okkulten, magischen Gegenstand verliert. Also der Ansatz war, dass es ein Smartphone ist. Am Smartphone ist durch die eigene Strahlkraft, die es von sich selber ausgibt, ins Diffuse abgeglitten, also man sieht es quasi gar nicht und das holt die ganze Person ein, zusätzlich zu ihrer Tarnjacke und auch dem eigentlich auf Konturen beschränkten Körper. Eigentlich ist ja so der Titel unterm Bett oder eben so diese Szenerie, wie real sie jetzt nun auch sein mag oder auch gerade nicht, erstmal assoziiert mit einem Innenraum, mit einem häuslichen Innenraum. Dann ist aber das, was man zuerst versucht irgendwie zu erkennen, etwas, was wie eine Berglandschaft, also wie wirklich eine auch ungezähmte, nicht städtische Landschaft erscheint. Und dann gerade auch mit dieser Tarnung, mit diesem Tarnmuster irgendwie sowas wie eine Kämpferfigur oder Partisanen oder irgendwie was, was eigentlich in einem außerhäuslichen Zusammenhang entnommen scheint. Also ich gehe da sofort in so eine ganz große Fantasie rein und bin wie in einem Traum oder so nicht mehr zu Hause. Ja. Obwohl es eigentlich unter dem Bett so einen Ankerpunkt gibt als in dem Titel. Ne? Ja, also es ist tatsächlich ein individueller Konflikt, ein persönlicher Konflikt, der dann ganz stark generalisiert wird und auch als gesellschaftsrelevanten Konflikt gesehen werden kann. Also das Innere und das Äußere mal wieder auch durch das Fenster, durch den Grund der Leinwand, als eher als neutrales Äußeres gesehen, das sich dann immer mehr konzentriert, wie durch ein Prisma bis zum Gesicht hin. Und dann da ganz stark fokussiert in diesem Licht, also wirklich in den Atomen des Lichtes. Das ist ja dann die Nase, schon ganz stark im Jetzt. Und aber es ist tatsächlich dann nur die Spitze, sodass die Person tatsächlich immer noch als Maske erscheint. Das komplette drumherum ist eine Maske für die Figur. Und so, so bewegt sie sich eben in einem Gedankenkonstrukt aus Paranoia, Selbstwahrnehmung, Gottkonflikt habe ich vorhin aufgeschrieben. Was war es? Ein Gottkomplex. Also es wird ein Gottkomplex schon in diesem Bild angelegt. Ich habe auch den Begriff des Solizismus im Kopf, also eine Weltphilosophie, die nur sich selber sieht, in einer Art magischen Denken, dass alles sie beeinflusst. Also ein paranoider Wahn. Also eigentlich von einer realen Situation, die angedeutet wird, auf was... überreales, eine Vision eigentlich trifft, ne? Etwas, was nicht faktisch anwesend ist. Kann man an dem Bild auch sehen, dass du nach so etwas wie der Möglichkeit von Wahrheit oder Wahrhaftigkeit in der Malerei suchst? Oder wäre das zu pathetisch formuliert? Das ist ganz sicher ein Aspekt, ein sehr wichtiger Aspekt. Allerdings muss man auch den kompletten Gegenaspekt sehen, nämlich den der Malerei als Lüge, als Illusionsform. Auch der ist mir genauso wichtig. Und das ist ein schwerer Balanceakt, der mich selber zerreißt, genauso wie die Hauptfigur. Auf der einen Seite sich im öffentlichen Dialog bewegen
durch ein Interface, das Interface des digitalen Gerätes dann, auf der einen Seite dann, auf der anderen Seite dann doch diese Sensibilität des Ängstlichen, des Zurückgezogenen, das offen zu zeigen, offen auszuleben. Ja. Ja. Die Farbpalette ist ja auch sehr interessant. Irgendwie, also diese ganzen Tarnfarben, die da irgendwie verarbeitet sind. Und dann gibt es so zwei Farben, die so ein bisschen rausgehen, irgendwie aus diesem Duktus. Ja. Magst du dazu noch was sagen? Ja, gerne. Also dieses Türkis, Cyanartige und dann das Violett ins Mauve übergehende. Das sind Farben, die mich ganz stark an Modefarben meines Geburtsjahrzehnts, der 80er Jahre, erinnern und auch an den starken Optimismus der damaligen Jahre. Ja. Der immer stärker abdumpft, umso mehr Reife in die Person kommt. Und sie wirken zwar noch wie eine schützende Hülle irgendwo auch, gleichzeitig versinken sie aber auch immer mehr in etwas Allgemeines. Ja, verstehe. Und dann, also ein Aspekt noch hier, dieser Negativraum, also der Raum, der ausgelassen wurde, das ist, glaube ich, irgendwie auch eine Form, die du auch in deinen Bildern häufiger benutzt, irgendwie mit diesen Negativräumen zu arbeiten. Sehe ich das richtig? Ja, das ist so. Also die Decke, die Form der Decke ist dieser Negativraum. Ja. Und auch hier das Kreuz, also das sind Ursymbole, archaische Symbole dann in dem Fall, die wieder direkt mit der Schrift in Kontakt stehen, also der Urschrift, der einen möglichen Urcode, der das ganze Bild durchwirkt. Ja. Der allerdings von der äußeren Welt, der Realität, also des Realismus dann unterbrochen wird, immer wieder durch gestische Akzente, wie hier scharf reingeschnittene Farbgesten, Tropfen von oben, also immer wieder wird dieser Raum, der eigentlich ein Raum der Ruhe, aber auch der Unruhe ist, unterbrochen. Wunderbar. Vielen Dank, Christian, das war jetzt erstmal sehr schön. Wir machen gleich dann nochmal das Gleiche auf Englisch oder was anderes auf Englisch, aber auf jeden Fall über dieses Bild. Aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne.